Moin Moin, willkommen zu Dark Souls 2 hier und jetzt auf meinem Kanal. Ich darf euch recht herzlich begrüßen. Ich rufe mir da gleich mal einen Kollegen, denn der soll mir den Weg freiräumen. Rufen fehlgeschlagen. Und das fängt ja gut an. Habe ich mich jetzt da schon mal hingesetzt nochmal? Ich weiß nicht mehr, ob ich mich in der letzten Folge da vorher hingesetzt habe, bevor ich da Dingensbums da rausgegangen bin. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß eins, dass die... Da ist doch wieder ein Zeichen. Dann komm doch mal her und stell dich nicht so an. Mensch. Sei mal brav. Ja, vom schwarzen Loch in die schwarze Schlucht. So geht's. So geht's bei mir. Vom Regen in die Traufe, quasi. Ach ja, die Gebiete, ich mag die nicht. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Dark Souls, an dem ersten Teil. An die Gruft, oder an die Gruft der Riesen. Oder wie hieß es? Die Riesengruft, da wo die Riesenskelette drin waren. Oh ja, da war auch schön dunkel und überhaupt. Oh. Und die Riesenskelette, die waren so nervig. Die waren ja nicht unbedingt, wie soll ich sagen, nicht so stark. Aber sehr nervig, wenn sie dich mal getroffen haben oder weggekickt haben. Dann haben sie sich schon ordentlich... ja, hier. Achso, ich muss erstmal, bevor ich da weiter dumme Sachen erzähle, verbeuge ich mich erstmal. So, jetzt geh mal vor und mach alles frei. Nach links bitte. Genau. Brav. Habe ich mein Schwertel? Ja, ich habe auch noch mein Schwertel. Ja, wo sind denn die Figuren alle? Kommen die nicht mehr wieder? Und warum sind hier so viele Blutflecken? Hä? Das verstehe ich zwar nicht, aber es ist cool. Alles cool, wenn die nicht mehr wiederkommen. Dann sammle ich das... Wow, wow. Hey, du blödes Ding da. Mach doch erstmal die... Jetzt hat es mich getroffen. Ich habe das falsche Ding in der Hand. Jetzt hier runter, stürze ich hier ab? Ich weiß es nicht. Ich traue mich nicht rein. Stürze ich hier vielleicht noch ab? Wo ist denn mein Messer, mein Schwertel? Da, hier. Ja. Genau, okay. Ich nehme mal die Gegenstände auf. Mache ich mir jetzt selbst Schaden? Komm mal her hier. Ich gehe mal hier. Kann ich das Feuer wenigstens anmachen? Ich hoffe doch. Oh, guck mal hier. Ein Zauberer. Was haben wir hier noch? Oh, Pharaos Weisheitsverkündung. Verkünder, oder wie war das? Versteck? Ich hab's vergessen. Wie heißt denn das? Ich hab's vergessen. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß auch, was ich meine. Hallo. Juhu. Oh. Alright. Ein Schlag. Ein Titanitbrocken, das ist gut. Muss ich nochmal da runter gehen. Blödes Mistding. Hör mal auf hier rumzuspucken. Okay. So, dann gehen wir mal da rein.
Jetzt bin ich auch noch vergiftet. Verdammte Scheiße. Okay, also gehen wir rein hier. Und jetzt schaue ich mal. Wieder so ein dickes Ding. Oh, schaut mal da unten. Ich muss mich gleich übergeben, ehrlich, was ist denn das? Der besteht aus Leichen oder was? Oder aus... Oder aus Untoten. Ha, auf dem Kopf. Guckt euch mal den Kopf an. Kann ich jetzt bitte sofort in Ohnmacht fallen? Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Er ist der eklig. Das ist, glaube ich, der ekligste Boss, den es gibt hier. Nicht hauen. Oh, der kommt mir hinter. Oh, der hat mich voll erwischt. Gleich mal eine Verbrezel gekriegt von dem Kollegen. Ich glaube, einloggen ist blöd. Super, du machst da richtig viel Schaden. Na, ich mache aber auch nicht gerade viel mehr. Heidenei, das ist auch nicht gerade viel. Ja, ich glaube, Bosse kann man nicht vergiften. Mal gucken, was der zu Feuerpfeilen sagt. Auch nicht mehr. Zu meinem Zauber, 122. Zu meiner Keule. Jetzt ist er sauer. Wow, 168. Wow, was kotzt der? Jetzt muss er sich auch noch übergeben. Das ist meine Aufgabe. Was macht denn der dafür? Zauber, hey. 33 Schaden ist aber nichts viel. Das war's schon. Okay. Kura Yokai. Dankeschön für deine Hilfe. Jetzt ist er weg. Oh, hier brennt's jetzt überall. Oh, da ist ja noch ein Item. Das ist aber Feuer. Wie komme ich denn da hin am geschicktesten? Da leuchtet noch ein Item. Was ist denn das für eins? Fackel ich mich da gleich selbst ab? Na, ich probiere es einfach mal. Hopp. Feuersamen. Okay. Kann man brauchen. Damit kann man seine Pyrohand aufwerten. Jetzt wieder zurück. Hopp. Noch einmal Schaden. Dann nehme ich halt mal ein Schlückchen zu mir. Ja, das war das schwarze Loch. Puh. Das war vielleicht ein ekliger Boss. Also für mich einer der ekligsten Bosse, die es überhaupt gibt, glaube ich. Oder? Ich habe 59.000 Seelen. Da müsste ich eigentlich direkt was machen. Gerade mal 9 Minuten gespielt und einen Boss gelegt. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll weiter. Geht's hier nirgends weiter? Ist hier nirgends ein Eingang oder irgend sonst was? Doch, da hinten. Da ist ein Eingang. Schatz, Schatz, ein Schatz ist rechts. Rechts ein Schatz. Schatz, Schatz. Jetzt frage ich mich, hat man das
ist das offen, auch wenn während dem Bosskampf? Wenn man das vorher wüsste, ne? Okay, kann ich öffnen. Und hau! Jappala! So, und guck, was es da gibt. Edler Tno. Ja, endlich habe ich mal so ein Ding gefunden wieder. Ich krebs da ewig reit rum bei Estus Blocker plus 2, also bei der Stärke. Das ist ja echt ein Unding. Endlich habe ich was gefunden. Und hier? Bestimmt wieder eine versteckte Mauer. Geschafft? Kurz gesagt, hurra für Frau. Da ist ein Leuchtfeuer. Aber jetzt gucke ich trotzdem erst nochmal, ob es irgendwo noch eine Höhle gibt oder irgendwas. Vielleicht soll ich eine Fackel anmachen. Also hier war ich gerade, da gibt es nichts weiter. Und da ist der Eingang. Nö. Dann gucke ich erstmal da. Mal schauen, ob es hier noch etwas gibt. Ein paar Nachrichten natürlich. Lügner voraus. Finsternis. Wie Finsternis? Dickwanst? Was? Hurra für Feuer. Ein Urleuchtfeuer entzündet. Okay, das bedeutet... Ja, das bedeutet... Eine Trophäe. Das wollte ich nicht sagen, aber okay, danke. Das bedeutet, dass es hier nicht weitergeht. Einfach. Das Gebiet ist dann sozusagen abgeschlossen. Aber da gibt es noch so viele Items da in diesem blöden Land. Ja. Was soll ich sagen? Wenn ich jetzt hier mich hinsetze, dann werde ich weggebeamt. Aber okay, mache ich. Ist mir egal. Hinfort. Hinfort. Nach Majula. Ja, jetzt Großmachete. Die habe ich auch noch nicht gesehen, die Waffe. Nee, habe ich noch nie gesehen. Und jetzt frage ich mich natürlich, wo ist das nächste Land? Wo ist das nächste Gebiet? Wo geht's weiter? Hallo, Madame. Guck ich erstmal, was es hier noch gibt. Hat die irgendwas zu schreiben? You've been long away. Ja. Well, I've only one thing to provide and we both know what that is. Aha. So, so, so. Das ist ganz schön zweideutig, nicht wahr? Aber mal gucken, was er hat. Noch immer nichts Neues. Wieso haben die immer nur diese alten Dinger da? Diese kleinen Scherben brauche ich nicht. Ich brauche Titanitbrocken. Mensch. Ja, tut mir leid. No interest. Nein. No interest. Ich habe jetzt einige Boss-Seelen. Vielleicht kann ich dann noch irgendwelche Bosswaffen machen mit diesen Seelen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber erstmal, glaube ich, verbrenne ich den Knochenstaub. Ihn hier. Ja. Und? Usch, das sieht geil aus irgendwie, ne? Und... Verbrennen? Ich hab... Nee. Server einstimmen, mache ich auch erstmal nicht. Ich muss erstmal geschwind gucken. Nee, so war das hier. Genau. Hier, Bosszähl. Da, verlorene Sünderin-Seele. Alter Eisenkönig und Seele des Verkommenen. Ach, das war der letzte, der Stinker da. Seele des Verkommenen. Dann habe ich hier Gewürze, Gewürze. Einfallspinselgewürz. Das ist für die Intelligenz. Und da unten die Wundersänger quasi. Aber man muss doch noch irgendwelche Waffen machen können mit diesen Seelen da. Was ist denn das hier? Asketenleuchtfeuer. Achso, okay. Asketenleuchtfeuer. Soll ich jetzt erstmal aufsteigen? Bevor ich die Seelen verliere, wäre vielleicht ratsam. Oder mal gucken, was es an Rüstung gibt zu kaufen. Bei dem Rüstungsmensch da. Ja, das mache ich mal. Ich glaube, das ist gut. Gut. Hallo, du Ärmlicher. Welcome to my shop. I'm Morlin. And I sell armor. Oh, sorry,
Please do have a look at my wares. I could really use the business. If you'd be so kind. War ich da bei dem noch gar nicht? Dann guck ich mal. Drachenschild. 95 macht das. Doppeldrachen-Großschild. Aber der macht bloß 95% physischer Schaden. Also wird er reduziert. Also wenn es das Adlerschild sein soll, das es in Dark Souls gibt, das war besser, finde ich. Das haben sie zwar auch gefixt, es hat mal 100% Schaden geblockt. Aber der hat auch nicht viel. Mensch. Standardhelm. Der hat nichts, was ich brauchen kann. Soll ich die Falkenrüsten nehmen? Hm, das ist die Frage. Oh, was macht denn das eigentlich? Das Schild hier. Das habe ich noch gar nicht geguckt. 85. Feuer 60. Magie 30. Abwehr. Blitz 50. Ist alles nicht so gut eigentlich. Alles nicht so gut. Ich kann da nichts kaufen. Er hat doch nichts. Oder ist die Falknerrüstung besser als meine? Ich glaube nicht. Mensch. Was ist denn das eigentlich? Feste Lederrüstung. 68. Also Statuswerte sind auch nicht gut, was da geblockt werden soll. Hm. Und diese hier? Ist nicht so berauschend, was der so anbietet. Ah, die will nicht so sein. Oh, 66 Helme. Ja, danke. Einer langt. Komm. Das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. So. Jetzt könntest du... Pfeile oder so hat er nicht, ne? Könntest du zufrieden sein? Apropos Pfeile. Ja, klar. Da geht's an der Leiter. War ich da schon oben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist alles schon so lange her. Oh. Eine Kiste. Jappa. Eine Titanitscherbe. Wow, kann man brauchen. Gehst du auch auf? Nee. Ja, nicht. Okay. Hopp. Oh. Runter. Wo gab's denn die Feuerpfeile? Das würde mich mal interessieren. Feuerpfeile könnte ich gebrauchen. Ah, ich weiß wo. Bei Ornifex, glaube ich, war das. Reisen. Wo muss ich denn? Ornifex ist wo genau? Da nicht. Das Endetal, da nicht auf jeden Fall. Da auch nicht. Hier glaube ich. Der Lichtsteinbucht. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich probiere mal hier diese Kammer da. Vielleicht bin ich ja da richtig. Ich glaube doch, da gab es die Feuerpfeile. Die Feuerpfeile sind auch ganz gut. Die hätte ich gerne wieder. Da habe ich nicht mehr so sehr viele. Ja, da brauche ich ein paar. Da kaufe ich ein paar. Ja doch, hier bin ich richtig, glaube ich, oder? Ich hoffe es doch mal. Wow. Die schießen da gleich wieder auf mich. Oh. Auch noch das. Kommen jetzt gleich die Spinnen da wieder? Der Frosch ist schon mal da. Ja, Gur, nicht so viel. Ich komme gleich zu dir. Ich muss erstmal da abchecken. Nicht, dass ich da von diesen ewigen Spinnen da einen Rücken kriege. Komm, wir machen die Tür zu. So.
kann. Das vergesse ich immer, dass ich da drei Sachen dran habe. Kann ich nicht vergiften? Spinnchen, komm mal her. Zu Papi. Fast mit einem Schuss platt gemacht, die Spinne. Hello there. Hello. Do you have a wondrous soul? Yes. Aber erstmal einen Gegenstand kaufen. Was hast du denn für Schönes hier? Zwillingsklinge. Ah, die braucht 26. Kann ich benutzen, oder? Bin ich bei 26? Macht die 55, ist nicht viel. Ah, ich habe eh eine, glaube ich. Mischbogen. Brauche ich auch nicht. Brauche ich eigentlich alles nicht. Pfeile brauche ich. Ja, hier, Feuerpfeile. Gut. Wie nehme ich denn da? 200-300 Stück nehme ich mit schon, würde ich sagen, oder? Na? Geht das ein bisschen schneller, bitte? Und Stunden später, 100 Pfeile. Na? 200? Das ist gleich 300. 300 nehme ich mit auf jeden Fall. Würde ich so mal sagen. Ungefähr. Plus, minus ein paar Pfeile. Ja, komm. So, und jetzt gibt's noch... Grüne Blüten hat sie noch. Was ist das hier für die... Ah, gelbes Kraut stellt ein paar Zaubereinsätze wieder her. 10 Stück davon. Flammende Schmetterling unendlich. Brauche ich nicht. Zauber brauche ich eigentlich auch nicht wirklich. So. Waffenrüstung verstärken. Das Flammenschwert, ja, das könnte ich mal ein bisschen wieder verstärken, glaube ich. Titanitbrocken, 2 von 2. Soll ich das machen? Ich glaube, das Flammenschwert, das habe ich doch schon noch ein Weilchen. Komm, ich mach das. Aber viel hat es nicht gebracht, sehe ich gerade. 8 Schadenspunkte mehr. Was brauche ich jetzt noch? 3 Titanitbrocken. Mensch. Warum verkauft die keiner? Menno. Handel. Handel ist gut. Schauen wir mal. Schwert der verlorenen Sünderin. Aus der Seele der verlorenen Sünderin gefährliches Ultra-Großschwert. Seine Klinge entzieht dem Träger das Leben? Wer macht denn sich sowas? Das genaue Wesen dieses Schwertes ist unbekannt. Selbst die verlorene Sünderin kennt es nicht. Wer dieses Schwert wählt, teilt die Last der Missetaten der verlorenen Sünderin. Effekt greift den Schadensverursacher an. Das ist super. Wow. So ein Schwert habe ich mir schon immer gewünscht. So ein Dreck, oder? Habe ich schon. Fleischermesser. Seele des Verkommenen. Nee. Hammer des Eisenkönigs. Kann ich ja 50, den kann ich ja überhaupt nicht schwingen. Drachentöterspeer. Kann ich auch nicht. Habe ich eh schon, glaube ich, ausgegeben. Nix viel. Madame. Schmied. Okay. The nature of an item is greatly influenced by the soul that was used to create it. They can be tricky to use, but when wielded properly, are extremely powerful. Mm-hmm. This is what I meant by unique. These wares are not for use by ordinary folk. Yeah. It's hard to believe now. But this land was once a flourishing kingdom. Its king, Vendrick, came close to unlocking the essence of the soul. What a dazzling soul he surely had. Imagine what I might create with such a powerful soul. Okay, verlassen. Come back again if you find another soul. Yeah. Also wieder zurück. Zum Leuchtfeuer.
Der Stride macht... Gilbert, die schießen auf mich! Zum Stride, in die Zelle, glaube ich. Aber... Nee, das war nicht da. Da war sie irgendwo, oder? Hier. Der hat doch auch sowas noch. Der kann doch auch Bossseelen in Waffen verwandeln. Vielleicht hat der noch was Anständiges. Ja, das ist halt wieder am Anfang war noch was los und jetzt ist es richtig langweilig geworden, dass ich nur durch die Gegend reise und irgendwelche Seelen da in Waffen verwandeln will. Ich bin nicht... Ich glaube, ich hole mir erstmal meinen Bogen raus. Sicher ist sicher. Wieder gleich angestürmt kommt, der Kollege. Gut, one hit. Verschlossen, natürlich. Hello. Na? Well, this is a most peculiar soul. Very good. Very good indeed. Der wiederholt sich auch nur. Ja. Gegenstand kaufen. Oh, 28. Erhöht Intelligenz. Ja, cool. Dieser Ring wurde von vom Hohepriester von Volgen gesegnet. Ah, er erhöht die Intelligenz. Die Kleriker der berühmten Stadt Volgen befinden sich dauerhaft in den skandalösen Machtkampf. In einem skandalösen Machtkampf. Das ist Skandal! Skandal! Einige wenige bleiben dennoch aufrechte Edelmänner mit starkem Willen. Soll ich das wirklich kaufen? Ich zauber ja nicht wirklich, ne? Egal, Ringe kann man immer brauchen. Was macht der? Verlängert Zaubereffekte. Kostet 2,5. Könnte ich auch noch. Jetzt gucke ich erstmal, was er da noch hat. Hier hat er noch eine ganze Menge Zauber. Aha. Kann ich aber alle nicht machen wahrscheinlich. 25, 18, doch, das brauche ich aber nicht. Lichtschein. Für 3000? 5 Aufladungen. Kann ich auch nicht. Was ist das? Offenbarung. Ein Wunder. Pyromantie. Lauernde Flamme. Lauernde Flamme hört sich lustig an. Kann ich die kaufen? Ja, die kaufe ich. Lauernde Flamme kaufe ich. Ja, alles die Hexerei, die kann ich alle nicht kaufen. Aber was ich noch haben wollte, werde, ist der Lichtschein. Wenn es mal dunkel ist und ich habe keine Fackel, kann ich den Lichtschein nehmen. Handeln. Oh, guck mal. Da gibt es schon wieder einiges, das ich nehmen kann. Einiges. Ist gut, aber ich habe keine Seelen genügend. Stärke 40, Schmelzerschwert. Ist das? Stärke 28, Knochensense. Na, das ist ja wirklich toll. Drachenreiterseele. Zwillingsklinge. Schildarmbrust. Von Henkerswagen. Das hört sich interessant an. Was gibt's da noch? Drachenreiter Helebarde. Dröhnende Helebarde. Da brauche ich auch wieder Wille. Ey, das ist echt zum... Ja, Krippenfürstenseele. 72 und 100 Finsternisschaden. 1500. Aber was soll ich sonst mit den Seelen machen? Weiß ja nicht. Ich habe noch zwei. Ach, was ist das? Verfolger Ultra Großschwert. Ha. Und das? Mythos Bogenklinge. Die macht aber auch wenig. Nur Gift. Was sind das für Waffen, hey? Streitwagenlanze. Kann ich auch nicht tragen, bin ich noch zu schwach. Heide nein, das gibt's doch gar nicht. Blockt nur 70 Schaden. Ich
glaube, das muss ich mir doch nochmal überlegen. Das sind alle so schwach, die Waffen. Das ist mein Flammenschwert stärker. Kann ich alles nicht tragen, bin ich überall zu schwach, zu schwach, zu schwach. Da fehlt mir die Seele dazu. Bin ich zu schwach. Na gut, man könnte ihn noch aufwerten, nicht? Das würde noch gehen. Die ist die einzige, die macht 100 Feuerschaden und 132, aber 40 Stärke brauche ich da. Nee, komm, lass mal. Ey, du bist so ein undankbarer kleiner schwarzer Gnom. Eigentlich müsste ich dich umlegen, wirklich. So ein kleiner... Ah, naja. So. Jetzt will ich aber dieses Elend einfach mal beenden. Es ist bestimmt langweilig genug gewesen. Und ich möchte ja nicht, dass ihr euch langweilt. Der Anfang war zwar vielversprechend, aber gut, man muss, das muss auch mal sein. Muss man durch die Gegend reisen, ein paar Seelchen noch ausgeben, ein paar Sachen kaufen. Das muss halt auch mal sein. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Da würde ich mich drüber freuen, wenn ihr wieder mal vorbeischaut. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Tschüss, bye-bye. Winge, winge. Hier war euer Sandwinkel in Machula mit Dark Souls 2. Bye-bye.